Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levelscard 1210. Ich begrüße euch zu einem Tech-Video. Und zwar wurde ich getaggt vom lieben Gusto, vom Gustos Gaumenkino, zu dem Thema Dein Lieblingstrikot. Und jetzt kommt meine Antwort wieder drauf. So, ihr seht, ich habe schon mein Lieblingstrikot an. Es ist von Galatasaray Istanbul das aktuelle Trikot. Ja, es kommt von Nike. Die Farben sind so, ja, ich würde sagen eher so, eigentlich sind die Farben von Galatasaray gelb-rot, aber das ist eher so orange und Bordeaux gehalten. Und das Logo sieht folgendermaßen aus. Ja, und man achte auf das Detail 4 Sterne. Ja. 4 Sterne dürfen in der Türkei nur Mannschaften tragen, die mindestens 20 Mal Meister geworden sind. Und Türkei ist der aktuelle Meister mit 21 Titeln. Und deshalb ist Galatasaray die einzigste Mannschaft in der Türkei, die diese 4 Sterne tragen darf. Ja, Galatasaray ist meine Leidenschaft, ist meine Passion. Ich habe über die Jahre einige Trikots angesammelt und ich versuche immer das aktuelle zu kaufen. Und ja, das ist halt mein Lieblingstrikot, Galatasaray Istanbul. So, dann Freunde, übrigens, Champions League wartet auf uns. Wir sind am Start. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder in der Champions League. Yay! So, dann habe ich noch das weiße Trikot der türkischen Fußballnationalmannschaft. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Jahr das ist, aber das kommt auch von Nike. Hat hier die türkische Flagge drauf. Hier unten nochmal Türkiye oder Türkei als Schrift. Und im ersten Blick sieht es einfach ganz normal weiß aus, aber diese Seite ist heller als diese Seite vom Weiß her und ist in der Mitte aufgeteilt. An den Seiten natürlich die berühmten Luftlöcher. Ich habe auch noch ein rotes, Freunde, ich weiß aber nicht, wo das ist. Das Ganze nennt sich Nike Spare Dry. Nike Spare Dry. Die geben ja immer so Fantasienamen. Und ja, das weiße Trikot der türkischen Nationalmannschaft. So, Leute, jetzt gibt es noch ein kleines Bonbon. Und zwar, ihr wisst ja, ich bin neben Fußball auch Basketball begeistert und ich schaue mir auch gerne NBA an. Und da haben wir das blaue Trikot von Orlando Magic, die Nummer 15. Na, wisst ihr, wer die Nummer 15 getragen hat? Ja, es ist Hidayet Türkoğlu, eines der bekanntesten, berühmtesten Basketballspieler, türkischen Basketballspieler, die in der NBA auch weltweit bekannt sind. Er spielt natürlich jetzt nicht mehr aktiv, weil er ist jetzt der Präsident der türkischen Basketballföderation. Das Ganze kommt von Adidas und ich habe mir das vor ein paar Jahren habe ich mir das aus Amerika zukommen lassen. Ein Kumpel dort hat mir das zugeschickt, habe natürlich die Kohle an ihn überwiesen und das Ganze ist in XXL, Freunde. Es hätte auch eine Nummer kleiner sein können. Also das amerikanische XXL ist viel größer als das europäische XXL. Aber gut, da hat der Bauch ein bisschen mehr, ein bisschen Platz. Ja, und wisst ihr was? Ich habe Hido Türkoğlu schon zweimal getroffen. Einmal habe ich ein Foto mit ihm gemacht. Und das zweite Mal, als ich in der Türkei meinen Wehrdienst gemacht habe, hat er auch seinen Wehrdienst abgeleistet und da habe ich ihn auch kurz getroffen. Das war wirklich ein Erlebnis, Freunde, ein riesen Basketballspieler. Das war schon echt richtig ein cooles Erlebnis. Hido Türkoğlu, wunderbar. Ja, übrigens, hier ist das NBA-Logo. Ja, da seht ihr es.
So, das waren meine drei Favoriten. Ich habe natürlich viel mehr Trikots, aber ich habe mal so drei ausgesucht. Natürlich, das ist mein Favorit von den dreien. Jetzt muss ich Leute weiter taggen. Da tagge ich einmal den Kanal Retro Street, Steffen und Kevin. Ich weiß, dass Steffen ein Fußballverrückter ist und er liebt Fußball und hat sicher auch das ein oder andere Trikot. Wenn er möchte, kann er gerne mitmachen. Und auch Kevin, ich weiß jetzt nicht, wie sportbegeistert du bist, ob du Sport magst oder nicht. Deshalb sage ich das so, aber ihr könnt gerne beide mitmachen. Retro Street, ihr seid getaggt. Und dann tagge ich noch den guten Beris. Falls du auch ein Trikot hast, das du im Video vorstellen möchtest, es muss nicht Fußball sein, kann auch ein anderes Sportart sein. Ihr seht ja, ich habe Basketball auch dabei gehabt. Es kann jede Sportart eigentlich mitmachen. Das ist halt die beiden Leute, die ich taggen möchte. Ja, und ich würde auch einen dritten taggen, aber ich weiß nicht, wie sportbegeistert ihr da draußen seid, ob ihr Trikots sammelt oder nicht. Aber vom Steffen weiß ich, dass er Trikots sammelt. Ja. Oder zumindest ein paar Trikots hat. So, das war mein Tag-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, Gusto, das Video hat dir gefallen. Danke nochmal, dass du mich getaggt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Video zu machen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.